Juhu. Weiter geht's mit Riesen. Und zwar habe ich die mir, glaube ich, beim letzten Mal irgendwas aus seinem Keller, aus seiner Vorratskammer gestohlen. Der hier. Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Kann man schon, aber nur, wenn die Kasse stimmt. Ich trinke mir immer bis mittags einen in der Taverne. Fordere mich dann ruhig heraus, wenn du deiner Leber traust. Du kennst dich doch hier aus, oder? Will der auf dich Was willst du wissen? Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen, aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob hier dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima. Verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Was kannst du mir über Yvette erzählen? Oh, sie ist jung, sie ist hübsch. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du ohne Hosen da. Klingt nicht schlecht. Nein, Mann. Ich will damit sagen, dass du auf dein Gold aufpassen sollst. Ach, das meinst du? Natürlich. Also hör auf meinen Rat. Was kostet mich eine Übernachtung? Wenn du einen ordentlichen Schluck verträgst, gar nichts. Gut, ich vertrag so einiges. Nicht so schnell. Große Sprüche klopfen kann jeder. Erstmal wirst du mir deine Trinkfestigkeit beweisen müssen. Und mich säuft so schnell keiner unter den Tisch. Du bist kein Gegner für mich. Hört, hört! Da ist sich aber einer sicher. Glaube kaum, dass ausgerechnet du das Zeug hast, mich zu schlagen. Aber ich will dir gern die Möglichkeit geben, dich zu blamieren. Sprich mich einfach an, wenn ich dann sehe und... Bah. So. Ich glaube also wirklich, mehr Interessantes gibt es hier auch nicht. Diese Yvette, ist die überhaupt hier mal irgendwann wieder angekommen? Ach, das... Gold und... Ich meinte diese andere. War das die? Danke, dass du. Ah ja, okay. Ich dachte, die eine wäre hier nicht was. Die habe ich, glaube ich, sogar schon gesehen. So, ich will ja eigentlich mit dem da auf die Nachtwache gehen. Das Problem ist nur. Dumm ist ja halt nur, solange es da irgendwie keine Nachtwache, nicht Nacht ist, kann ich nicht auf die Nachtwache gehen. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil ich kann auch nur schlafen. Wenn es Nacht ist, kann ich erst den Trinkspiel machen. Oder ich zahle einmal 100 Goldstücke dafür. Da ich irgendwie auch keinen Bock. Genau, mit denen da wollte ich mal reden. Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht.
Nein, ich beraube keine Toten. Tatsächlich nicht? Nun, das ehrt dich. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Du kommst gar nicht von Kalador? Nein, ich bin Wächter aus Taranis. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Schon gut. Ich will keinen Stress. Ich wollte sowieso noch woanders hin. Was weißt du über die Magier? Sie beherrschen die stärkste Form der Magie in unseren Sphären. Stärker als dieser Voodoo-Hokuspokus. Und mächtiger als Runen. Und natürlich sind da noch wir Wächter. Wenn es einen Weg gibt, eines Tages die Titanen zu bezwingen, werden die Magier ihn sicher finden. Wenn du wahre Magie lernen willst, solltest du dich uns anschließen und nach Taranis gehen. Kannst du mir was verkaufen? Nein, ich habe nicht genug Sachen gefunden, um zu handeln. Runter zum Hafen. So, also jetzt komme ich ja. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ladung das gute Opfer. Oh man, muss dann immer alles wegrollen, ey. Alles rollt immer weg. Schon mal ein Bett. Ich gucke mich jetzt hier nochmal gleich ein bisschen um. Danach kann ich da bis Mitternacht pennen, schnell zur Taverne gehen. So. Hier war auch schon der Eingang zur. Komm her, du Krabbelvieh! Dum, 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 dum.
Mensch! Du musst mir helfen! Dir helfen? Komm ich dafür nicht ein bisschen spät? Klemm dir deine Sprüche. Die Sache ist ernst. Ich bin Burke, einer der Dämonenjäger. Leider ist bei meinem letzten Experiment etwas mächtig in die Hose gegangen. Das sehe ich. Ja, aber noch ist nicht alles verloren. Ich kann die Umwandlung in dieses Ding wieder rückgängig machen. Sieht so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Gut erkannt. In diesem Zustand zur Zitadelle zurückzukehren, ist keine gute Idee. Meine Waffenbrüder würden sofort ihre Klinge ziehen und auf mich losgehen. Es sei denn, du begleitest mich und passt auf, dass keiner auf dumme Gedanken kommt. Das ist alles? Naja, eine Kleinigkeit wäre da noch. Um meinen Geist zurück in meinen Körper zu schicken, brauche ich die Zauberformel. Aber wenn ich richtig liege, hält mein Gegenstück sie sicher nicht mehr in den Händen. Wir müssen uns also in der Zitadelle umhören, ob sie jemand an sich genommen hat. Erzähl mir von deinem Experiment. Pass auf. Seit ich den Dämonenjägern beigetreten bin, hat mich eine Frage ganz besonders beschäftigt. Was wäre, wenn der Mensch den Tod nicht mehr zu fürchten braucht? Ohne die Angst wären wir eine Gemeinschaft von furchtlosen Kriegern, die jedem Feind überlegen ist. Also habe ich einen Weg gesucht, verstorbenen Körpern wieder Leben einzuhauchen. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Ja, denkst du, ich habe mir das so vorgestellt. Ich will meinen Körper zurück. Hätte ich bloß die Finger von diesem Zauber gelassen. Meinen Geist in diese Knochen wandern zu lassen, war jedenfalls nicht der Plan. Ich werde dich zur Zitadelle begleiten. Gut, dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Geh einfach voran, ich folge dir. Nette Hütte. Dieser Bau ist ein bisschen mehr als das. Stimmt. Eine große, nette Hütte. Familie. Was? Familie. Deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Ich bin kein Dämonenjäger. Ein Führungsloser also. Du könntest dich uns anschließen. In diesen dunklen Zeiten brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber wenn du vorhast, hier nur zu schnorren, kannst du dich direkt wieder verpissen. Für diesen Krieg brauchen wir echte Kämpfer. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja, irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Burke sucht seine Zauberformel. Was? Der kann doch kaum gerade stehen. Wie soll er dann in der Lage sein, etwas zu suchen? Und bevor er weitere Dummheiten anstellt, solltest du ihn zu mir bringen. Dann unterhalten wir uns über diese Zauberformel. Wegen der Zauberformel? Was zum Gürger? Ich habe mich schon gewundert, warum ein Skelett dir folgt. Aber jetzt spricht es auch noch. Beseitigen wir es. Lass die Waffe stecken. Mit diesen Kreaturen ist nicht zu spaßen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. So? Burke hat mit einer Zauberformel herumexperimentiert und das ist dabei rausgekommen. Du meinst, das Ding da ist, ne? Richtig. Und er braucht deine Hilfe. Na schön. Vielleicht kann ich ihm wirklich helfen. Also, hast du die Formel? Nein. Aber ich habe da so eine Ahnung.